Ja, es lässt sich wieder schwer zeigen. Also hier ist die zweite Klüfe. Hier an diesem quadratischen Ort. Ne? Da haben wir das ja auch schon in der Datenbank gesehen. Also wir können ja auch nochmal von meinetwegen nochmal die Datenbank öffnen, nochmal reingucken. Also das ist ja wirklich tatsächlich dieser Ort. Und wir haben die Stelle jetzt gefunden. Der ist hier. Oder die ist hier. Da gehen wir jetzt hin und machen nochmal das zweite Rätsel. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? ...64 Quadrate. Die Datei ist freigegeben. Was ist das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Was steht da? Küngebeinding. Okay, also hier sollen wir wahrscheinlich solche Platten bewegen, damit es ein Bild ergibt. Ich muss erstmal schauen, was das für ein Bild ist eigentlich. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als ob diese Figur mit dem Kopf nach oben sein muss. Dann schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir langsam ein stimmiges Bild. Es geht eigentlich. Also so schwer ist das nicht. Haben wir jetzt... Ja. Und schon war's das. Also das war doch ein leichteres Klüfenrätsel. War jetzt nicht so schwer. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Ach, es geht noch weiter. Okay, gut. Ich motze rum, dass es zu einfach ist. Und hier kommt gleich auf jeden Fall ein zweites Bild. Vielleicht haut uns das ein bisschen mehr von den Socken. Aber ja, gut. Also wenn man natürlich Gesichter hat, ist es natürlich sehr einfach. Ja, auch kein Ding. Und ja, ich denke mal, das ist auch nicht schwer. Weil die Gesichter sind ja meistens genau gerade drauf. Und die sind ja jetzt nicht hier irgendwie schief, dass die irgendwie im Bett liegen und schlafen. Ja, sieht gut aus. Ja, auch kein Problem. So, und da haben wir einen neuen Passcode gefunden, der uns eigentlich nichts bringt, aber das sieht schön technisch aus. Ja, und da haben wir jetzt schon das zweite Video von Die Wahrheit. Wir hatten ja in der ersten Klüfe dieses Video. Hier kommt das als zweites. Also zwei nackte Menschen, die rumspringen und eine Tür, wo reingezoomt wird. Bin gespannt auf das ganze Video. Ich kenne das natürlich noch von damals, also das habe ich mir noch, tatsächlich nach 12 Jahren ist das noch in meinem Kopf. Finde ich auch sehr erstaunlich.